Heute geht es um ein Thema, was ich jeden Tag in meinem Portemonnaie sehe, nämlich um das Thema Bargeld. Herzlich willkommen bei Hanke's Five. Mein Name ist Ulrich W. Hanke und ich bin der Chefredakteur von Börsianer.info. Ich muss mal schauen hier, ich habe jetzt hier gesamte 5,42 Euro drin, ja. Und ich bin ein Gegner von Bargeld, ich benutze kein Bargeld, so geht es wahrscheinlich ganz vielen anderen auch. Ich benutze gerne Karten, ich bezahle gerne mit Karten und Bargeld kann man eigentlich abschaffen. Das ist ein echter Fünfer, den ich natürlich nachher auch wieder zusammenkleben kann. Ja, was sind die Argumente der Gegner der Bargeldabschaffung? Ich bin eher ein Befürworter. Das erste ist ganz klar, ja, jetzt ist der 500-Euro-Schein abgeschafft worden oder wird abgeschafft. Ja, das sei nur der Anfang. Ja, wenn es der Anfang ist, umso besser. Ich hatte noch nie oder fast, vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ich hatte praktisch noch nie einen 500-Euro-Schein in der Hand. Und wenn ich an die Tankstelle fahre, könnte ich damit auch nicht bezahlen. Ja, und wenn jetzt das 1-Cent-Stück oder das 2-Cent-Stück, was in der Produktion übrigens mehr kostet, abgeschafft wird, umso besser. Das zweite Argument, was immer gebracht wird, ja, das Bargeld wäre Geld von Kriminellen, Drogenfälschern, Drogenbossen, Fälschern. Es ist aber auch Schwarzgeld. Steuerbetrug ist auch ein Thema, was mit Bargeld zusammenhängt. Ja, und immer kassiert der Staat Schäuble mit. Das kann aber auch gut sein, denn wir sind der Staat. Das Gemeinwesen muss sich irgendwie finanzieren. Wenn Steuerbetrug begangen wird, ist das nachteilig für uns alle. Also, wenn da ein besseres Auge drauf fällt, umso besser. Dann ist auch immer die Rede davon, ja, es sind alles Gesetzlose, die eben mit Bargeld krumme Geschäfte machen. Ja, und gesetzlos heißt da nichts anderes wie, Bargeld ist aber ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, Gesetze können geändert werden. Das Dritte ist, ja, wird wieder Schäuble vorgezogen als der Mann, als personifiziert, aber eigentlich geht es ja uns alle was an und eben den Staat oder den Steuerzahler, ja, Geschäfte, die 5.000 Euro im Bar übersteigen sollen, verboten werden, ja, ehrlich gesagt, ich habe noch nie etwas mit 5.000 Euro in Bar bezahlt, auch das halte ich für vollkommen sinnvoll. Das vierte ist, ja, man hätte keine Kontrolle mehr über sein Geld und dann wird herangeführt, das Beispiel kann ja mein Geld, wenn es hart auf hart kommt, am Geldautomaten abheben. Ja, da brauche ich nicht mal ein ganzes Jahr zurückzudenken und nach Griechenland schauen. Da konnte keiner sein Bargeld mehr abheben, als es hart auf hart kam. Also bringt mir auch Bargeld da nichts. Dasselbe ist es übrigens bei Gold. Wenn Sie das Gold im Schließfach haben oder eben irgendwo anders bei Dritten oder Sie haben es gar nicht physisch, sondern nur auf dem Papier gut geschrieben, ja, dann ist es eben auch weg, wenn es hart auf hart käme. Der Staat könnte Gold verbieten, den Goldbesitz, das gab es schon in der Vergangenheit. Also wenn, dann müssten Sie das schon im Garten vergraben am besten. Und das Fünfte, und da musste ich wirklich drüber schmunzeln, ist, so wird dann argumentiert, die Zentralbanker träumen davon, dass Bargeld abgeschafft wird, weil dann könnte man die Zinsen so stark senken, dass sie so stark im Minusbereich sind, dass wir alle geknechtet werden und endlich könnten die Zentralbanker machen, was sie wollten. Und die Zentralbanker haben ja gar keine Idee, was sie da machen und es macht ja auch gar keinen Sinn, was sie da machen und wie auch immer. Und wir werden gezwungen zu konsumieren oder unser Geld anzulegen und da werden dann wiederum nur Staatsanleihen genannt. Ja, und in beiden Fällen Mehrwertsteuer oder Staatsanleihen kassiert der Staat mit, ja, der böse Staat, hinter dem wir Volk stehen. Und von Aktien wird gar nicht gesprochen, also alles böse, alles schlecht und alles Quatsch, sage ich Ihnen. Es ist nur logisch, technologischen Fortschritt. Wir bezahlen mit PayPal, wir bezahlen mit dem Telefon, indem wir es irgendwo ranhalten, wir bezahlen mit Karten. Also es ist nur logisch, wenn man das Bargeld langsam abschafft. Wie gesagt, es benutzt kaum noch einer, ich benutze es kaum, Ihnen geht es wahrscheinlich eh nicht. Schauen Sie mal, wie viel Geld Sie im Portemonnaie haben, bevor Sie nochmal über das Thema diskutieren. Und mich nervt es ehrlich gesagt, wenn ich in vielen Geschäften nur mit Bargeld bezahlen kann. Vor allen Dingen, wenn ich dann keins dabei habe, dann muss ich nämlich erst an den Geldautomaten rennen. Und das ist für mich eher von Nachteil als von Vorteil. Insofern würde ich mich freuen, wenn Bargeld abgeschafft wird oder zumindest die Akzeptanz von dem Bezahlen per Karte oder eben anderer Form voranschreitet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Ulrich W. Hanke.